Hier ist Monikas Schreibtisch testen. Fange ich schon wieder damit an? Natsuki, das ist etwas. Das geht dir nicht an! Was war das gerade? Deine Gefühle aufgrund deiner eigenen Unsicherheiten zu einem anderen aufzulassen. Du hörst dich genauso unreif, wie du aussiehst, Natsuki. Wen soll ich nehmen? Natsuki, Yuri. Ich nehme Natsuki. Natsuki. Okay, ich nehme Yuri. Ich mag Yuri nicht. Könnt ihr nicht zum Tag kommen? Leute! Hilfe! Ihr sitzt zu da für mich! Oh, hi, Monika. Hi. Ihr wollt es umhaken, ne? Ah. Mist. Ich glaube, sie hat bemerkt, dass ich sie beobachte. Sie sind erneut zu mir rüber und unsere Blicke treffen sich über den Bruchteil einer Sekunde. Allerdings veranlasst sie das dazu, sich noch tiefer in ihrem Buch zu vergraben. Entschuldige, ich war kurz weggetreten. Das murmel ich mir vor mich hin, denn ich fühle, dass ich sie verlegen gemacht hatte. Oh, ist schon in Ordnung. Wo ist das hin? Wo ist der Unterteil hin? Wenn ich mich besser konzentriert hätte, wäre es mir wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen. Yuri. Yuri, dein rechtes Auge. Es bewegt sich ein bisschen. Und ich meine damit nicht das normale Winken. Oder so. Nein. Ich meine damit, Wolfig, dein rechtes Auge fliegt von deinem Gesicht weg. Ja, hi Monika. Ja, Roman, ja. Das ist eigentlich nur das ganz, wie gesagt, das gleiche, was wir schon erlebt haben. Also, ja, bla bla. Hallo und willkommen zu DDLC. Welcome to the Literature Club, where you gonna be a bippa-boppa-lapato. I don't know what I just want to say right there. And well, welcome still to this game. Yeah, I have no idea what to say. Hey, what the fish is that? Hättest du etwas dagegen, wenn ich erst noch Tee koche? Überhaupt nicht. Vielen Dank. Wenn es eine Sache gibt, die mir das Lesen noch angenehmer macht, dann ist das eine gute Tasse Tee. Natürlich, auch eine für dich. Yuri steht auf und läuft zum Schrank. Ich folge ihr und beobachte sie dabei, wie sie einen kleinen Wasserkrug vom Regal nimmt. Einen mit einem integrierten Filter. Dann sehen wir mal. Am logischsten wäre es, wenn Yuri beim nächsten Wasserspender wäre. Ich gehe den Gang hinunter. Was ist das für ein Geräusch? Kommt aus dem Gang um die Ecke. Es hört sich wie Atmen an. Jemand atmet tief ein, als würde er Luft durch die Zähne ziehen. Ob er Schmerzen hat? Ich komme an die Ecke und werfe einen Blick in den anliegenden Gang. Yuri? Ah! Oh, how the... Ritzen, was? Ich bin wieder da. Danke, dass du so geduldig gewartet hast. Roman, magst du Long Tee? Ja. Ich mag jeden Tee. Außerdem, what the fish just happened there? Willst du dir etwas ausmachen, wenn wir heute auf dem Boden sitzen? Warum das dann? Das ist etwas angenehmer für meinen Rücken. So kann ich mich beim Lesen an der Wand abstützen und muss nicht mit meinem krummen Rücken an meinen Tisch sitzen. Ah, Entschuldigung, das war mir gar nicht bewusst. Keine Sorge.
Ich habe recht regelmäßig Rückenschmerzen, die ich so gut es geht versuche, in den Griff zu bekommen. Echt jetzt? Ich frage mich, was der Grund dafür für die Schmerzen ist. Ist wahrscheinlich wegen meiner... Deine Haltung, nicht wahr? Du bist beim Lesen immer nach vorne gebeugt. Ja, ich habe beim Lesen eine schreckliche Haltung. Darum sollten wir so auf dem Boden sitzen. Hits! Boba! Nothing more to eat. Ich nehme einen Schokoladenbonbon und stecke es mir in den Mund. Dann nehme ich mir noch eins und stecke es auch in den Mund. Und halte es Yuri vor der Nase. Sie blickt nicht einmal vom Buch auf. Sie öffnet einfach leicht ihren Mund, als wäre dies das Normalste von der Welt. Was aber bedeutet, dass ich jetzt nicht aufhören kann. You want to put your D in there, right? Your stick. Ich lege vorsichtig die Schokolade in ihren Mund. Und sie schließt ihren Mund wieder einfach so. Hä? Joris Gesichtsausdruck verändert sich plötzlich. Aber habe ich das ja gerade? Joris sieht mich an, als wäre sie auf Bestätigung für das, was da gerade passiert ist. Oh Mann. Entschuldige, das hätte ich wohl nicht tun sollen. Juri beginnt schwer zu atmen. Ich kann nicht. Oh Mann. Plötzlich greift Juri energisch meinen Arm und reißt mich auf die Füße. Dabei stoße ich meine Teetasse um. Oh nein, nicht der gute Tee. Oh Mann. Aufwisch. Mein Herz pocht unaufhörlich, oh Mann. Ich bin ganz aufgewühlt. Ich kann mich auf nichts mehr konzentrieren. Kannst du das spielen, Roman? Juri drückt plötzlich meine Hand gegen ihre Brust. Warum geschieht das mit mir? Ich habe das Gefühl, komplett den Verstand zu verlieren. Ich kann es nicht stoppen. Ich will ihn ja nicht einmal mehr lesen. Ich will nur dich ansehen. Ist das nicht ein schönes Bild? Da könnte man noch einen schönen Witz daraus machen. Yeah. Es wird Zeit, unsere Gedichte miteinander zu teilen. Did somebody order some plateau screen there? I didn't order that. Wirklich, ich habe das nicht geordert. Okay, Leute. Wir haben alle die Gedichte der anderen gelesen, richtig. What the fuck is that sound, please? Will ich gerne wissen, was das für ein Sound ist? Ich meine. Ha! Letztendlich macht das den Literaturclub zu einem besonderen Ort. Verstehe. Ich bin ganz deiner Meinung. Jedes Mitglied trägt auf ganz eigene Art und Weise etwas darauf zu bei. Außerdem ignoriere ich gerade mein blutendes rechte Auge. Das passiert halt nur manchmal, okay? Ich werde kurz mit Roman reden, bevor ich ihn. Mich interessiert, was er von seiner Zeit hier hält und so. Das ist mir wichtig, als Präsidentin. Roman, ich will nur sicherstellen, dass du gerne im Club bist. Ich würde es nur ungern sehen, dass du unglücklich bist. Irgendwie fühle ich mich dazu verantwortlich, als Präsidentin. Und du bereitest mir wirklich viel, weißt du? Okay, Musik. Who turned off the music? Turn it on, please. Mir gefällt es nicht, wenn die anderen Mädchen dir das Leben schwer machen. Und Natsuki doch so gemein ist und so. Und Yuri ist ein wenig. Du weißt schon. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du und ich hier die einzig echten Menschen sind. Ha! 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 Weißt du, was ich meine? Aber es ist seltsam, denn in all der Zeit, die du jetzt schon hier bist, haben wir kaum miteinander verbracht. Ich meine, eigentlich sind es erst 2 Tage. Tut mir leid, ich wollte nichts Komisches sagen.
Es gibt dann nur ein paar Dinge, über die ich total gern mit dir reden würde. Dinge, die nur du verstehen kannst. Und darum warte noch nicht. Nein, hör auf! Ist der Hänschen qual vorholbar? Juli, Schicksal. I saw you there. I saw you there. You were chopping them. This was number one. And I remembered there were three times in one of my playthroughs in the original mod. In the allein. Nachbild. Ich hab dich da unten gesehen. Zum zweiten Mal. Unten. Drei. Oh ja, Rubia, wie geht's dir? Ja. Hattest du eine schöne Woche? Und ja, willkommen bei Doki Doki Litchi Club, wo Monika schon zum dritten Mal hier aufgetaucht ist. Horror. Ja, mir geht's auch gut. Und vier. Philosophie. Dies und. Wie viele Male kommt Monika da unten? Wie viele Male kommt Monika da her? Hä? Das ist jetzt Nummer 5. Schwindelgefühl. Verwirrung. Ich bin jetzt sehr verwirrt dabei. Urteil. Okay, danke schön.